Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben das letzte Mal ja ein bisschen hier weitergemacht und haben dann dann bin ich noch zum Portal gelaufen. Hab eigentlich nichts mehr bekommen oder gefunden. Glaub, den hatten wir schon. Und ja, er ist natürlich recht schnell geworden, der Bild. Das kann so weitergehen. Wir werden auf jeden Fall vielleicht das Schild hier nehmen, anstelle das. Aber ja, dieses A Cave Glancing Blow ist sehr, sehr stark und wichtig für uns. Da müssen wir dann später wieder switchen. Aber Soul Charge ist glaube ich, nicht so wichtig für Nahkämpfer. Müssen wir dann schauen. Aber vor allem auf dieses Crunching Blow gehen. Und machen wir das mal alles hier rein. Es geht. So. Ja. Krieg's. Mach ich eigentlich nicht so. Ach komm. Machen wir gleich weiter. Das Spiel macht richtig viel Spaß, aber ich bekomme einfach nicht genügend Zeit. Ich finde einfach zu wenig Zeit, weil, ja. Champions of Regnum ist halt wirklich ein Spiel mit Gilde und so weiter und das verbraucht schon sehr viel Zeit und dann auch noch, ja, Grimdawn, was ja auch schwer ist, relativ ein bisschen schlechter ausbalanciert ist. Ah, die haben wir gemacht, genau. Oder nicht? Da, das haben wir gemacht, aber da oben müssen wir, glaube ich, nicht reingehen. Ich hoffe es jedenfalls. Okay. Was ist eigentlich hier? Das ist alles neu. Dann haben wir aber die Höhle dort oben betreten, wo ich den Waypoint gesucht habe. Und die Höhle weiter oben ist wahrscheinlich freiwillig. Das sind nämlich nicht die Höhlen, die wir letzten Part noch am Ende gemacht haben. Mit diesen Totems. Und dem Skelett, dem Großen. Also, was ist das? Das ist jetzt wieder in der Vergangenheit scheinbar. Da gibt es noch keine Ruinen. Ja, Ancient Forest. Also, antiker Forest. Wald, oder? Okay. Was ist denn das? Hallo? Was sind das für welche Insekten? Die sehen lustig aus. Ja, können auch ein bisschen reinhauen. Aber was ist hier? Was müssen wir hier machen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Mal schauen. Ja, diese Charges machen so wirklich nicht so viel Schaden wie bei der anderen, bei den Raptoren und so. Aber es irritiert mich ein bisschen. Okay. Ja, jetzt habe ich einfach keinen Bock, den zweiten Charakter natürlich noch hoch zu leveln. Müssen wir mit diesem Charakter natürlich auch ein bisschen Items finden. Aber ist sowieso langsamer. Also momentan macht der Feuer Nova auch Blitzschaden. Also die Blitz Nova ist auch drin jetzt, habe ich jetzt drin. Und trotzdem ist er nicht stärker als jetzt dieser Charakter. Der haut schon echt rein. Also habe ich gut gewählt mit dem Bild. Und ja, Path of Exile beginnt ja auch wieder am 13. Das wird hart für mich, alles unter einem Deckel zu machen. Da werde ich einfach langsam sein, aber ich schaue, dass ich wirklich jeden Tag ein Part bringen kann. Jetzt ist halt einen Tag ausgefallen, weil ich nicht so fit bin momentan. Aber ich werde schauen, dass jeden Part ein Part kommt. Jeden Tag ein Part kommt. Part und Tag sind was gleich. Starker. Kurz ein bisschen abhauen. Ja, es ist wieder Gift am Boden gewesen. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Gift und OP in diesem Game. Haha, ich kann besser chargen.
Wenn man einfach glücklich ist, wenn man richtig chargen kann, weil das ist relativ schwer. Da muss man sich konzentrieren, also weg vom Gift. Hey, hallo, nicht so ruckeln. Ich hoffe, es geht mit der Lautstärke. Ich kann gerne ein bisschen leiser machen. Ja. Das ist natürlich ein Problem, dass jetzt gerade noch ein bisschen lauter ist. Ich mache es allgemein noch ein bisschen leiser. Haben wir das letzte Mal ein bisschen zu laut eingestellt. So. Ja, wenn die Spiele nur ein bisschen anständig rauskommen können, nicht mit dem Handy Lautstärke gut optimal, sondern mit dem PC Lautstärke optimal, sie machen ja PC-Games, dann würde nicht jedes Game so mega laut sein und fast nicht mehr einstellbar sein zum Reduzieren. Wäre viel besser, aber die Entwickler machen halt kaum noch irgendwas. Okay, schon wieder ein bisschen mehr, aber so Games von vor 10 Jahren waren schlecht von der Lautstärke. Jetzt schon wieder ein bisschen besser, aber doch auch noch nicht perfekt. Zum Beispiel die jetzt hier. Wie die Entwickler heißen gerade, weiß ich es nicht. Die haben, ja, das einfach noch falsch eingestellt. Das ist alles viel zu laut. Also die müssen einfach diesen Regler viel breiter und beide Seiten viel mehr expandieren, damit man sich da besser anpassen kann. Den Sound. Ach man, was ist denn das für ein Schlag? So ein Giftschlag. Viper Slash. Ich glaube Viper Slash heißt das vom Primalisten. Ja, und er macht Fett Damage an mir, weil ich keine Resistenz-Items finde. Ich bin so verdammt, jetzt momentan durch zu ja, Schaden bekommen zu müssen. Ja, ich denke, wir gehen gleich dem Pfeil nach. Die Gegner sind aber immer in den neuen Gebieten ein bisschen zu stark. Ich möchte gerne noch ein bisschen erkunden eigentlich. Was ist das Erdbeben? Ich möchte den Skill auch haben. So, Level 22. Prima. Gleich wieder rumstellen. Jo. Also Ignite wäre natürlich schon wichtig, dass man pro Schlag mehrere Ignite drauf bekommt. Aber Fire Protection ist natürlich wichtiger. Eigentlich. Ich werde hier ja auf den Max-Block noch nicht gehen. Zuerst noch ein bisschen Damage. Okay, hier waren wir schon. Also so wie ich jetzt gerade sehe, haben wir dann bald wegen den Items und so eine gute Verteidigung. Da müssen wir jetzt noch nicht so skillen auf Angriff. Okay, hier geht es leider auch nicht weiter. Ich dachte, es geht einmal ringsum so ein bisschen. So, so. Weiter nach rechts. Aber man sieht manchmal auch nichts. Ja, wir sind falsch abgebogen. Weil ich den Pfeil jetzt nicht nachging. Nicht nachgeschaut haben. Wahrscheinlich hier durch. Okay. Ey, nicht so viel Schaden, bitte. Nein! Hä? Ich konnte nicht mal mehr weg. Also ich konnte nicht chargen. Also, ja. Charge war eigentlich aktiv, aber ich bin nicht weggekommen. Ah, ja, das wird ein bisschen ein nerviger Tod. Da hätte ich vermeiden können. Ja, ich muss hier doch. Ah, Nahkämpfer sind einfach immer zu schwer in diesen, ja, Hack'n'Slays. Es ist einfach nervig, weil die immer mehr kassieren. Diese blöden. Wer macht sowas? So kleine Kreise, wo man gar nicht sieht. Also Gift müssen sie viel mehr sichtbar machen, das ist klar. So. Ja, ich habe diese Holy Aura nicht. Wäre schön, wenn ich die Holy Aura bekäme. Okay. Ich habe die Holy Aura nicht. Nö.
Und Warpath ist wirklich der beste Skill. Vom Damage her vor allem. Ist ein bisschen langsamer als die anderen, aber dafür stärker. Es gibt wirklich nur noch Sigils of Hope. Judgment. Ich glaube, es war hier sogar. Smite wurde. Smite ersetzt Holy Shield. Es wird nämlich immer noch geschrieben, es sei noch aktiv, vielleicht über ein Item oder so. Das ist einfach unsichtbar. Fusioniert mit anderen im Skilltree. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist so eine Sache, die halt einfach neu ist, oder? Und deshalb noch nicht überall steht und man kann das jetzt nicht so herauskriegen. Vieles ist noch ein bisschen unbekannt über das Spiel. Es kommen eigentlich immer nur so kleine Guides mit Videos, wo ich jetzt nicht so richtig viel Informationen rausbringen kann. So richtige Tipps und Tricks gibt es leider von diesem Spiel überhaupt nicht. Was ist das? Bleeding, aber okay. Ah, die Animationen sind cool. Sehe ich auch mal ohne Kampfgewitter das Bluten. Okay. Ah, ja, hohe Crit-Chance. Ja, okay, noch nicht so viel Damage. Die machen immer Bleeding und wir haben immer so eine Aura. Okay. Achyrian. Oh, da kommt ein Bo. Ja, das ist der Drache. Genau. Oh, zu dem Drachen wollte ich eigentlich noch nicht. Nein, lieber nicht. Oh, der slowt mich. Hey, nicht übertrieben. Nein, sonst sterbe ich wieder. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich habe noch etwas hoch. Nein, nein, hallo. Gut, habe ich den Skill. Ah, macht aber nicht so viel Schaden mit dem Feuer. Zu diesem machen macht er nicht so viel Schaden. Aber ja, das ist auch wieder so ein Fernkampfboss. Dankeschön. Sehr nett. Oh, da muss ich ja. Ja, sicher, der tötet mich mal nicht. Da kann ich gar nicht raus. Ich hatte gut dann. Ach Mensch, ey. Unfaire Entwickler, ey. Geht's noch? Ich töte dich aber jetzt doppelt. Immer voll aufs Maul. Ach, ich muss unbedingt mal Dinge, Gothic 1 bis 3. Let's play. Ha, diesmal habe ich es überlebt. Das ist nichts für mich. Ich weiß, dass das so mega Angriffe sollten nicht hier sein. Die sollten nicht in diesem Spiel sein. Hat man keine Chance. Weil das Game halt auch nicht gerade so schnell ist, da hat man nicht so die Reaktion. Nein! Oh, was ist denn das für ein Mega-Angriff? Das ist ja episch. Okay, Respekt, Entwickler, aber bitte nicht zu früh den Boss machen und so schwer. Das ist natürlich nicht gerade so toll. Schade, haben wir aber hier nichts. Was vielleicht hier unten? I cannot do that. Ja. I cannot do that. Heftig, heftig. Und jetzt bekommt man Return to Chronomancer. Den habe ich gar noch nicht freigeschalten. Der ist bei dem Ding hier unten. Okay, wo müssen wir zurück? Hier. Yeah. Das ist schon heftig, gell? Das ist ein Boss, one-hit. Ja, komm, ich bin ein Boss. Ich one-hitte dich einfach mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu wenig defensiv an der Resistenzen und so. Tja. Kann mal passieren. Aber im Gift viel zu stark und diese Angriffe viel zu stark. Hat man noch keine Chance. Das hat nicht mit Game Skill oder so zu tun. Das ist einfach nur unfair. Ach, das Spiel macht aber so viel Spaß, wenn es nicht so unfair wäre. Ja gut, man muss halt auch lernen zu überleben. Also die Hardcore spielen, die machen extremst auf Sicherheit und das bin ich nicht. Also
Ich muss ja die Gegner auch schnell killen können. Ich liebe das, wenn ich schnell killen kann. Hey, nicht zu viel casten da, ne? Tschüss. Ah, Brandschaden ist schon bequemer als Nahkämpfer. Wenn die Gegner abhauen, verbrennen sie einfach. Richtig nice. Cool, cool. So, soll ich noch erzählen? Also es ist jetzt einfach mega los, viel los mit Regnum. Ich muss eventuell morgen schauen, mache ich als erstes gleich mal Last Epoch nochmal. Und Grimdawn und dann am Abend halt, Ding. Muss ich kurz schon hier denken. So. Ja, Champions of Regnum, genau. Am Abend ist ein Event, das ist halt ein bisschen später, so 22.30 Uhr, werden wir einen Hide and Seek machen. Dürft gerne ein bisschen mitraten, wo sie sind. Und ja, Headset geht ja jetzt wieder relativ gut. Einfach bis dabei bleiben, wenn ihr dann merkt, ja, ich habe gerade keine Stimme oder so. Pet hat immer ständig raus, aber eben momentan eher nicht. Deshalb geht's morgen. Hoffentlich. Ich werde es so fest zukleben, dass es nicht mehr rausfahren kann. Aber hat man ein Problem, hat man mehrere Probleme. Ich ziehe es eigentlich an. Ja, ich werde ja auch ein bisschen geplagt, genervt mit Trolling. Dann habe ich gesagt, nee, ich lasse mich nicht mehr trollen. Jetzt auch mit diesem Trolling. Dann habe ich einmal einen schwarzen Witz gerissen und schon ist er weggegangen. Dasselbe Schuld, dafür habe ich keine Dislikes mehr momentan. Finde ich auch gut. Wieso nicht? Er hat mich doch die ganze Zeit disliked. Wieso will er dann mit mir zusammen gehen? Und in den Videos dabei sein. Wegen Ruhm und Ehre. Wie immer. Die Menschen meinen immer, sie müssen irgendwo dabei sein, damit sie Anerkennung bekommen. Das ist aber eben nicht so. Hört nie auf die Kollegen, wenn sie meinen, sie müssen irgendwie angeben. Das ist einfach schlecht. Ihr könnt sie mögen und auf sie hören, wenn sie nicht angeben und nicht nervig sind. Aber meistens tun sie dich halt meistens dann echt... ja, wie soll ich sagen? Sie nerven dich halt einfach, damit es denen besser geht. Ihnen selber besser geht. Also lasst euch bitte nicht vom Kollegen und ausnutzen oder so. Ist nicht gut. Ich bin halt einfach eine zu nette Person. Ein Potion Slot? Wow. Ich brauche einen Potion Slot mehr. Ich habe Angst vor Giftschaden. Ja, ich brauche unbedingt irgendwie so einen Single-Target-Angriff noch. Oder Stärke. Der taucht wieder auf. Eieiei. Damit. Tschüss. Seitdem ich also eigentlich immer schaue, dass ich genug über Leute nachdenke, habe ich eigentlich nicht mehr so Probleme. Ich hatte früher immer so Probleme, dass die Leute mich unter Stress setzten, weil sie die ganze Zeit zocken wollten und ja, das mochte ich nie. Bin ich gerne einer, der schnell zockt. Also, schon schnell zockt, aber jetzt nicht immer hinterher und jedem, der weiter ist als ich, weil ich ja nicht so viel Zeit habe oder so. Bin einer, der, ja, eher genießt, mit den Kollegen zu spielen. Nicht unbedingt so langsam oder so schnell spielt, aber einfach richtig spielt. Es geht nicht um, ja, ich muss jetzt beweisen, dass ich das besser kann als die anderen oder so. Sondern es geht darum, dass ich einfach Spaß habe mit Kollegen. Und wenn die das den Spaß nicht bringen, sondern eher wegnehmen, dann ist es klar, dass ich sage, nee, das, so geht's nicht weiter. Und dann muss ich mein Kind nehmen. Scheinbar hat das einfach dieser Ghost Thunder so gewollt. Der Zentrux. Und ja. Nee, es ist eigentlich fertig. Bin ich böse auf ihn, aber es soll einfach von mir weg sein. Wegbleiben.
Sonst wird er wirklich dann noch gereportet. Und das ist nun mal so. So, Vitalität würde ich ja gerne skillen. Ist es nicht für Gift-Defensive? Ah, müssen wir alles noch ein bisschen verstehen. Nee, Intelligenz. Ah, Vitalität ist es doch. Ja. Ich würde gerne einen Punkt dort reinquetschen. Gibt's sonst nichts mit Vitalität? Ja, das wäre auch nicht schlecht blind, aber ich darf nicht zu viele Punkte verschwenden, also ist relativ gezielt irgendwas erhöhen. Ja, heißt Defensive, ich muss es dann am Schluss auch haben, also deshalb irgendwie bin ich stärker geworden. Das könnte jetzt wirklich wegen dem Burning Stack sein, dass man da viel mehr Gegner tötet. Ja, bei Path of Exile werde ich in der Metamorphosis-Liga. Oder Metamorphosis-Liga, ey. Werde ich da einen ähnlichen Bild spielen, also auch mit Burning. Ich bin ein Fan von Explosion Arrow. Dann werde ich wahrscheinlich dieses Mal mal richtig durchspielen. Auch wenn ich Probleme habe am Anfang. Das ist ein Bild, den ich einfach mag, weil er nicht gerade so extreme Items braucht. Also Combs Herd. Aber ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt hört doch mal auf, so feste Schlagen. Ey. Ja, das ist wieder typisch so ein Mega-Boss. Ich muss mehr den Heiltrank verwenden. So viel schneller. Nicht, wenn er dann erst so wirkt. Habe ich meistens keine Zeit mehr. Ja, wir sind jetzt momentan einfach gerade extrem gerusht. Haben nicht die Items, weil ich eher so Minion-Items habe und so. Und deshalb, ja, merkt einfach das Spiel so. Ja, ne, du müsstest eigentlich 80 bis 100 Prozent Resistenzen haben und so. Sowas von schlecht gedesignt. In jedem Game ist das so. Nee, die Gegner müssen nicht die ganze Zeit ja, Schaden austeilen. Die geht nicht mehr. Entwickler übertreiben auf jeder Seite. Jeder Entwickler in jedem Game teilt an jeder Stelle. Oder an einigen Stellen eher. Aber ein Spiel macht nur Spaß, wenn es auch fair bleibt. Wenn man jetzt nicht die ganze Zeit immer volle Resistenzen brauchen muss. Das kann man im Endgame, im höchsten Schwierigkeitsgrad oder so machen. Aber ja, hast du Pocht. Das muss einfach dann in der Arena so sein. Und nicht mal in der Arena, sondern eher in den Maps. Aber doch nicht im Hauptspiel, also im Story-Modus. Und dann kann man auch reagieren, wenn man auch Items findet. Aber ich finde ja keine Items mit Giftresistenzen. Void-Resistenzen. Ich finde einfach keine. Ich müsste das craften, aber... Ja, wollen wir mal craften jetzt? Wir verlieren sofort wieder die Items, weil wir dann zu hoch sind für zu schlechte Items. Ja, ich bin halt ein bisschen selber schuld, dass ich wirklich nicht crafte momentan. Ich habe aber irgendwie nicht gefallen. Mir gefällt Crafting in Games eigentlich nicht so. Muss einfach spannender sein. Ja, ich kann dem nicht ausweichen. Ich bin Nahkämpfer. Das ist einfach viel zu starker Angriff von diesen blöden Mönchen. Necromancern. Ja, Klerik, genau, Klerik, nicht Mönchen. Naja. Sterbe ich halt durch, wenn die dann nicht anders wollen. Genau, drei Void Klerics, ja. Nein. Boah, ich kann kaum ausweichen. Das ist viel zu starker Angriff, den haben sie wieder gebufft, 100%. Dem habe ich schon ein paar Probleme in der Anfangsbeta. Am 29. habe ich nicht. Ja, ich habe keine Chance auszuweichen. Liebe Entwickler, bitte, ihr habt schon die ganze Zeit
die Leute im Forum, die sagen, Void Damage ist zu stark und Gift Damage. Und dann macht die so einen Scheiß noch dazu, ey. Geht's noch? Das ist unglaublich schwer gerade im Moment. Weil man einfach nicht ausweicht, nicht die Zeit hat, den Skill überhaupt einzusetzen, den uns aus dem Gefahrenherd bringt. Und jetzt bei diesem Boss hat man auch wieder das Problem, dass man ja, einem Angriff, sondern auch so einen Kreis, Feuerkreis, nicht ausweichen kann. Ja, der da. Der macht auch ziemlich viel Damage, dass man eigentlich schon fast stirbt. Als Magier zum Beispiel. Ich habe kein... Oh, gut. Also ich habe Wart. 10 Wart noch. Oh. Okay, der ist ein bisschen leichter. Man hat noch Zeit. Gut, sehr schön. Also tut mir leid, dass ich jetzt gerade so durchsterben muss, aber ich habe keine Chance, da irgendwie etwas reaktionell machen. Also die Clerics haben sofort eigentlich den Skill dann auch eingesetzt, als sie ihn gezündet haben und am Boden dieser Kreis entstanden. Ja, könnt ihr mir gerne sagen, als Vollprofis, wie man dem am besten ausweicht oder was man macht. An der Bewegung irgendwie voraussieht oder so. Aber den kann man nicht ausweichen. Der macht wenigstens nur Dodge-Schaden. Ja, hatte ich doch ein bisschen Kontakt mit den Profis, aber die lassen eher nicht Kontakt zu. Also Leute, die immer spielen, das Game besser gelernt haben als ich. Bin halt noch ein Noob, so ein bisschen. Also schon besser natürlich waren als fertige Noobs, aber das Spiel habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt. Also immer wieder ein bisschen, aber nie lange, weil ich natürlich immer andere Games im Weg habe. Aber als Let's Play habe ich da die Zeit. Ich habe ja extra Let's Play auch ausgewählt. Und ja, jetzt kann ich schon mehr lernen, aber ich bin noch ganz am Anfang. Mit meinen Stundenzähler. Und weil ich auch langsamer zocke, also jetzt nicht gerade Speedrun. Und lieber Lieblingsbuilds mache als effiziente Builds. Mir gefällt der Bild sehr, aber der ist halt einfach noch ein bisschen zu anfällig. Auch so ein Schmarrn. Aber wieso schießen wir Feuerbälle? Hat es da irgendwie... Also das ist ja dieser Dingangriff, okay. Vom Skate, vom Fähigkeitenbaum. Also Crazy Area Effect. Crit brauchen wir nicht. Hm. Nee, nicht return. Sollen wir noch auf Damage gehen? Void Beam brauchen wir nicht. Also auf jeden Fall ein bisschen weiter Range und dann... Ich weiß es nicht. Aber so viele Punkte haben wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Ja, das ist ziemlich praktisch geworden. Also jetzt haben wir gleich ein Level Up. Da kann ich das euch nochmal zeigen. Holy Bolt heißt es, glaube ich. Ja, das ist Holy Bolt, kein Feuerball. Da. Divine Bolt, genau. Guten Tag. Ich brauche mehr Defensive und dann Hilfe. Denke ich schon. Also Gift Damage können wir noch nicht so machen. Smite hat Holy Fire Damage. Ach Mann, der Gegner kommt nicht immer so spät. Ja. Divine Bolt, Fire Spell. Okay, Spell. Bringt uns nicht so viel, aber schauen wir den auch mal an.
Ja, sehr schwach. Sehr langsam, sehr schwach. Nichts für mich. Aber... ja, das wird der Schild wieder. Das Schild ist so ein Schmarrn. Es macht einfach Dodge höher, aber der Dodge, also es weicht eigentlich nie aus. Es ist einfach zu gering, wenn wir nur das Schild auf Dodge haben. Ja. Life Leech. Gleich mal schroten. Das müssen wir... ja, das müssen wir leider am Ding dann machen. Am Crafting-Tisch. Ja, jetzt mal auf Elemental Resistance gehen. Ach man, übertreib nicht. Weg damit. Sehr schön. Schon viel einfacher, wenn man schnell töten kann. Ja. Wenn der Heiltrank auch nicht getrunken werden will. Ein bisschen ein Problem manchmal. Trink ihn doch, du Trottel! Ja. Noch mehr Ignite Shines. Langsam gehen mir einfach so ein bisschen die Ideen von den Skills aus. Ob es besser ist, einfach zu viele Ideen zu haben und zu wenig Skillpunkte. Du hast aber eine schöne Feuer-, also Brandanimation. Ja, aber wir könnten schon noch wieder ein bisschen stärker werden. Ah ja, ich habe ja diesen Helm noch gedroppt bekommen. Den bräuchte ich jetzt bei ihm. Den werde ich bis morgen dann also hier reinmulen. Dann können wir den benutzen. Weil er erhöht auch Brandschaden, nicht nur Feuerschaden, sondern Brandschaden. Ist ein Corona. Ich brauche einen Life Leech. Müssen wir unbedingt rausziehen. Ich denke, wir schaffen es noch zum Boss. Noch zur Hälfte hier, aber... ja, soll ich ein bisschen länger ein paar Teile machen, dafür morgen nicht so. Ich habe morgen halt einfach keine Zeit. Ja, es ist einfach momentan ein bisschen unter Zeitdruck. Das kann einfach so sein bei mir. Wir kommen auch recht viele Videos. Ich denke, es kommen immer mehr Videos, weil jetzt momentan habe ich auch wieder gutes Internet. Aber ich verstehe nicht, wieso die Entwickler so manchmal mega schlechtes Internet einstellen. Das dürfen sie nicht, man hat ja einen Vertrag. Ein Abo. Das verlangt, dass man auch diese 150.000 Kilobytes auch hat. Aber ja, in Deutschland ist es ja noch schlimmer mit Telekom und so. Schon wieder ein Ramport-Gegner. Oh, die liebe ich nicht. Die mag ich einfach nicht. Ja, sicher. Gut, schön ausgewichen. Knapp noch getroffen worden, aber kaum Schaden gemacht. Schön. Ja, wenn es klappt, dann klappt es, aber manchmal ist halt einfach etwas zu viel los auf dem Bildschirm und dann sieht man es nicht oder so. Ist abgelenkt. So, kurz schauen. 34, schon ein bisschen über Zeit. Ja, das ist das Waypoint.
Dann machen wir im nächsten Part den Boss von Akt 1 oder 2. Sieht mir irgendwie nach Akt 2 aus. Oder Akt 3 sogar. Versteht das auch nicht. Und ja, dann mit Helm. Gut, ja, zeigen kann es nicht wegen der Dauer, bis man etwas machen kann am Anfang. Ja, viel Spaß noch, ja, mit Dingen, die ihr macht, und bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Tschüss.